Die Markenoffensive bei Opel hat im Grunde genommen im vergangenen Jahr gestartet mit unserem Comeback im Fußball und dem Comeback im Motorsport. Und darauf bauen wir auch auf für das Jahr 2014. Also Kontinuität ist bei der Marke natürlich ganz wichtig. Die Menschen müssen wissen, für was Opel steht, ein klares Bild von Opel haben. Und deswegen ist Fußball, Motorsport und Entertainment am Beispiel von Germany's Next Topmodel, das sind unsere drei Säulen, die wir auch im Jahr 2014 fortsetzen werden. Ja, wir haben sicherlich mit dem Fußball, unserem Markenbotschafter Jürgen Klopp, die Lokomotive schlechthin. Er ist natürlich ein Wahnsinns-Sprachrohr, sehr positiv, sehr sympathisch. Und das sorgt natürlich für eine sehr, sehr hohe Markenwahrnehmung im Verhältnis zu unseren Werbeausgaben, die wir haben. Das ist jüngst dokumentiert worden von der Absatzwirtschaft, wo wir auf Platz 1 uns vor VW gesetzt haben. Wir haben die wenigsten Gelder ausgegeben, aber waren die beste Durchdringung unserer Werbeaussage gehabt. Und das liegt natürlich auch unter anderem an unserem Markenbotschafter Jürgen Klopp. Zunächst mal schön, dass du da bist hier bei Opel auf dem Opel Hausboot. Hast du hier erste Erfahrungen gemacht? Es gefällt mir natürlich besonders, dass ich ihn mir selbst zusammenstellen durfte. Das heißt, die Farbe finde ich super. Die Innenausstattung und Funktion und alles so schön neu. Also, das ist ein ganz tolles Auto. Fühlt sich super an. Ich saß ja generell noch nie hinterm Steuer selber und ich erforschte gerade das Auto so, wo ist was, was habe ich in diesem Auto, und es ist einfach wunderschön. Auch das Lenkrad so mit diesem Leder und alles, so ein perfektes Auto. Ich freue mich total. Dieser R2, der wird jetzt am 01.01.2014 bei der FIA, beim Automobil-Weltverband, homologiert. Und das Besondere ist, der fährt dann nach der internationalen R2-Kategorie, deshalb heißt er auch so. Und damit kannst du das Auto auf allen Rallye-Pisten der Welt dann einsetzen. Wir hatten grundsätzlich hohe Erwartungen, aber die wurden sogar noch übertroffen. Das heißt, der ADAC Opel Rally Cup in Deutschland ist super gut angenommen worden. Das Konzept, was dahinter steht, war, dass wir den Kunden wirklich eine neue Einstiegsplattform im Rallye-Sport in Deutschland bieten wollen. Da sind ein paar Parameter sehr wichtig. Das heißt, du brauchst die richtige Technik dazu, du brauchst die richtige Organisationsform dazu. Die haben wir mit unserem starken Partner, dem ADAC. Und am Schluss muss das alles zu bezahlbaren Kosten darstellbar sein. Und das haben wir hinbekommen. Wir hatten eine sehr hohe Nachfrage. 24 Autos sind in Deutschland gelaufen. Es war eine super spannende Saison. Und wir sind sehr zufrieden, weil auch die Leistungsdichte dieser jungen Leute in Deutschland sehr, sehr gut ist. Und die zwei Besten haben wir jetzt auserkoren. Die dürfen jetzt im kommenden Jahr eben mit diesem R2 nicht nur in Deutschland, sondern auch international fahren. Fern mit dem Lüfter sein. Fern ist die Heizung, genau. Heizung. Die Hupe. Ja, das habe ich mir das Wir konnten dadurch schon einen Cuplauf gewinnen, der dritte, und es war ein absolutes Highlight für uns. Und dazu noch die Rallye Deutschland, auch auf dem dritten Platz beendet, und im Endeffekt war das ein sehr erfolgreiches Jahr für uns, und am Ende sind wir noch in das Opel Junior Team gekommen, und jetzt haben wir quasi die Krönung geschafft. Zum einen auf jeden Fall mal sehr viel dazulernen, die Fähigkeiten noch weiter zu verbessern. Und dann auch teilweise, also wir haben sowohl national wie auch internationale Läufe im Programm, da halt auch auf der großen Rallye-Bühne in Anführungsstrichen ein bisschen Fuß zu fassen und neue Erfahrungen zu sammeln.